Treuer zurück. Sofort zurückschlagen. Also wir kämpfen noch ein bisschen mit der Geheimwaffe aus Oberösterreich. Ungefähr 2,7 Millionen Käfern. Hat die Austria am Feld nicht so gestört. Zweite Halbzeit war man nicht mehr ganz so stark. Verzeihung. Kommt mir ein bisschen vor wie in einem Bienenschwarm. Sehr gut begonnen. Nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung ist es ist aber ein bisschen der Faden gerissen. Ist das dem hohen Tempo in der Anfangsphase geschuldet? Ja, ich glaube, mit der ersten Halbzeit können wir schon zufrieden sein. Das Tempo war sehr, sehr hoch. Ich denke, wir sind auch gut in die Partie gekommen. Die Abläufe waren auf alle Fälle besser wie am Samstag. Dann hat es Gurten richtig gut gemacht. Sie haben uns gut gepresst, aber wir haben trotz alledem Lösungen, hätten wir nach vorne gefunden, haben dann vielleicht im letzten Drittel nicht sauber zu Ende gespielt. Zweite Halbzeit waren wir dann einen Mann mehr und da haben wir gar keine Lösung gefunden. Der Gegner hat es kompakt gemacht, war diszipliniert. Wir haben die Breite nicht ausgenutzt vom Platz. Wir haben wenig Bewegung nach vorne rein gehabt und ja, haben dann zwei Fehler gemacht, die was dann gnadenlos bestraft worden sind. Aber es ist Vorbereitung. Wir haben auch drei Einheiten jetzt hintereinander gehabt. Ja, und wir müssen einfach, gerade was zweite Halbzeit betrifft, Ballbesitzspiel und dann auch die Bewegung im Raum, dass wir zu Torchancen kommen, müssen wir einfach besser werden. Und erste Halbzeit, mit der ersten Halbzeit war ich grundsätzlich zufrieden. Tut sich von den Neuen schon irgendwer im Training besonders hervor? Naja, die ganze Mannschaft arbeitet gut im Training. Na klar, die Neuen bringen andere Attitude mit, andere Qualitäten mit. Dadurch ist natürlich im Training das Tempo sehr, sehr hoch und die ganze Mannschaft arbeitet gut. Und dann muss man vielleicht das eine oder andere Mal in einem Spieler hinnehmen, weil wir einfach die dritte Einheit in dieser Woche haben. Aber gerade in der zweiten Halbzeit müssen wir dann auch schlussendlich ein bisschen anders auftreten. Gut, dann danke ich und ich flüchte nun vor den Käfern. Ja, genau. Gute Heimreise. Ja, danke. Ciao.